Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo zu Exponentialfunktionen mit Parameter. Ganz im Speziellen heute soll es um den Graph und die Ableitung gehen. Und wir haben ja schon eine Funktion mitgebracht und einige Graphen, aber da ist ein bisschen was anderes wie normalerweise. Ja, wir sehen auch, wir haben links vier Graphen. Die passen alle zu dieser Funktionsgleichung. Liegt daran, dass hier der Parameter t drin steckt. So, wir wollen auch mal mit dem Beispiel starten, um es ein bisschen leichter zu machen. Mit dem, wir sagen einfach t ist 0, oder? Okay, schauen wir mal, was das für Auswirkungen hat. Wir haben also f0 von x. Und wenn wir hier oben für t0 einsetzen, fällt der hintere Teil gleich weg, weil wir addieren hier sozusagen nur 0 und haben e hoch minus x. Ja, da weiß ich direkt, welcher Graph dazu passt. Ich hoffe, ihr auch. Oder ihr findet es raus. Überlegt mal, die Lösung sind 3, 2, 1. So, es ist der grüne Graph. Hier haben wir auch schon oben t gleich 0 hingeschrieben. Warum ist denn das so? Wir können uns einfach mal überlegen, was passiert denn, wenn wir hier einen Wert für x einsetzen. Zum Beispiel setzen den Wert 0 ein. Dann haben wir f von 0. Das wäre e hoch minus 0, also e hoch 0. Und was ist denn jede Zahl hoch 0? Ja gut, hier ist immer 1. Und dadurch wissen wir, der Graph verläuft durch den Punkt 0, 1. Und das ist auch nur für den grünen Graph der Fall. Bei den anderen ist es nicht so. Deswegen muss es der grüne sein. Okay, gut. Machen wir uns das mal zu Nutzen für den orangenen Graphen. Und da sehen wir auch direkt einen Punkt. Und zwar minus 2, 1. Können wir auch mal rechts hinschreiben. Das muss ich vergessen. Also minus 2 ist der x-Wert. Und 1 ist der y-Wert. Was machen wir jetzt damit? Wir könnten den einfach mal oben in die Funktionsgleichung einsetzen. Und zwar minus 2 für x und 1 für ft von x. Ja, was der y ist. Also 1 ist gleich. Jetzt steht da e hoch minus minus 2. Also e hoch plus 2. Also genau. E hoch 2 plus t. Gut, das ist eine Gleichung mit einer Variablen. Hier t. Das könnt ihr auch auflösen, das haben wir in den letzten Videos gelernt. Macht es gerade mal und die Lösung sind 3, 2, 1. So, wir haben zunächst mal auf beiden Seiten den natürlichen Logarithmus gebildet. Haben wir ln von 1 ist 2 plus t. Dann wissen wir, ln von 1 ist 0. Haben die 2 auf die andere Seite rübergeholt und auch gleich rumgedreht. Und wir wissen, t ist gleich minus 2. Und das haben wir auch direkt drüben beim orangenen Graphen eingetragen. So, und jetzt sollt ihr die Funktionsgleichung, also das t rausfinden für den roten und den blauen Graph. Wir geben euch einen Tipp. Bei dem roten seht ihr, um 1 nach rechts verschoben, verläuft also durch den Punkt 1, 1. Und der blaue ist nochmal um 1 nach rechts verschoben, verläuft also durch den Punkt 2, 1. Jetzt probiert ihr mal, die zugehörigen t-Werte rauszufinden. Die Lösung sind 3, 2, 1. Ihr solltet für den roten Graphen t gleich 1 rausbekommen haben und für den blauen Graphen t gleich 2. Entweder indem ihr diese beiden Punkte hier genauso wie hier eingesetzt habt und t rechnerisch bestimmt habt oder es gab auch eine andere Möglichkeit. Ja, wir sehen hier beim Orangenen, da ist t gleich minus 2. Und dann sehen wir, wenn wir den um 2 nach rechts verschieben, kriegen wir den grünen, wo t gleich 0 ist. Und natürlich, wenn wir dann nochmal den Graphen um 1 nach rechts verschieben und den roten halten, dann ist t1, gerade 1 weiter. Und wenn wir den dann nochmal um 1 nach rechts verschieben, also im blauen erhalten, ist t gleich 2. So wäre es auch gegangen. Wunderbar. So, jetzt schreiben wir uns zu Exponentialfunktionen mit Parametern allgemein ein bisschen was auf. So, gucken wir uns jetzt bei Funktionen mit Parametern mal die Ableitung an. Wir haben da drei Fälle. Beim ersten Fall steht da f von x ist gleich e hoch x plus 5. So was kennt ihr schon, wenn eine konstante Zahl ist, dann fliegt die beim Ableiten einfach weg. Und wenn man Parameter denkt, also wenn da zum Beispiel ein plus t steht, dann kann man das genauso behandeln wie eine ganz normale Zahl. Und es fliegt dann beim Ableiten auch einfach weg. Gut, im zweiten Fall haben wir den Parameter, in dem Fall erstmal eine Zahl, oben als Faktor in der Hochzahl stehen. Wir wissen, dann müssen wir mit Kettenregel ableiten. Von minus 5x ist die Ableitung minus 5, das heißt, die kommt hier als Faktor nach vorne. Und die Hochzahl lassen wir stehen. Zur Erinnerung, es ändert sich nie etwas an der Hochzahl der e-Funktion. Wenn es ein Parameter ist, ist es ganz genauso. Wir holen den Faktor hier minus k nach vorne und hier oben bleibt alles stehen, wie es auch schon in der eigentlichen Funktion war. Wichtig ist, den zweiten Fall darf man jetzt nicht mit dem dritten Fall verwechseln, weil da steht jetzt eine konstante Zahl oder eben Parameter auch oben im Exponent, aber diesmal verbunden mit plus.
Und wir wissen, wenn wir die e-Funktion ableiten, schreiben wir erstmal die e-Funktion wieder hin, also e hoch x plus 5 mal die innere Ableitung. Aber die Ableitung von x plus 5 ist einfach 1, also mal 1, und das können wir uns auch sparen. Und genauso ist es, wenn da nicht plus 5, sondern plus a steht. Dieses a oben, ja, wenn wir das dann ableiten, also dieses x plus a, ist die innere Ableitung auch einfach mal 1 und die brauchen wir auch gar nicht hinschreiben. Gut, wichtigste ist so zusammenfassend für euch, immer dran denken, allerwichtigste ist beim Ableiten von E-Funktionen, immer der Exponent bleibt so stehen, also die Hochzahl, wie sie auch hier drüben gewesen ist. Und lasst euch nicht durch die Parameter verwirren. Beim Ableiten wird der Parameter wie eine ganz normale Zahl behandelt. Gut, und dazu machen wir jetzt auch gleich ein paar Übungen, damit es ein bisschen klarer wird, was wir meinen. So, wir haben hier drei Aufgaben. Wir starten mal gemeinsam mit der Aufgabe A. Es soll hier von ft von x gleich 2t mal e hoch tx die Ableitung gebildet werden. Jetzt merke ich gleich, Mensch, da sind doch zwei t's, die noch durch ein Mal getrennt sind. Das muss Produktregel sein. Nee, ist so dein Lieblingsthema, Produktregel, aber nee, ist es diesmal nicht. Denn die beiden Faktoren, da ist kein x drin und wir leiten ja nach x ab. Also beim zweiten ist ein x drin, aber beim ersten ist keins. Genau, denn denk dran, das t müssen wir wie eine Zahl behandeln. Deswegen ist es einfach Faktorregel. Das heißt, wir können einfach hinschreiben, die Ableitung von ft von x. Das 2t, konstanter Faktor, der bleibt einfach stehen, 2t, mal, und das ist eine e-Funktion, die schreiben wir beim Ableiten erstmal einfach hin. Erstmal immer einfach hinschreiben. Und dann einfach nochmal die innere Ableitung, also mal t. Gut, das sollten wir so aber nicht stehen lassen. Ein bisschen zusammensortieren sollten wir das Ganze nämlich wie? Ja, 2t Quadrat. Und eben mal e hoch tx. Ich denke, die zweite Ableitung, die kriegt ihr hin. Die geht recht ähnlich. Probiert's mal. Die Lösung gibt's in 3, 2, 1. So, die zweite Ableitung hat eigentlich recht ähnlich funktioniert. Der Faktor vorne, 2t Quadrat, bleibt stehen. Wir schreiben die e-Funktion einfach immer ab und mal der inneren Ableitung ist die gleiche, mal t. Nach vorne gebracht haben wir 2t hoch 3 mal e hoch tx. So, kommen wir nun zu b. Dann schreiben wir auch dahin ga' von x, also die Ableitung bilden wir hier. Gut, wir haben hier am Anfang konstanten Summand a hoch 3. Was passiert mit dem? Ein konstanter Summand fällt beim Ableiten immer komplett weg, denn er hat ja kein x mehr dabei. Richtig, brauchen wir gar nicht hinschreiben. Gut, dann ist eine e-Funktion mit dem Vorzeichen, das schreiben wir einfach erstmal hin. Die gleiche Richtig. e-Funktion einfach immer hinschreiben beim Ableiten. Genau. Und dann immer nicht vergessen, mal die innere Ableitung, also hier mal minus 3a. Genau, auch das können wir noch ein bisschen schöner hinschreiben. Also, Minus und Minus gibt Plus. Die 3a genau. kommen nach vorne. Das heißt, wir haben 3a mal e hoch minus 3ax. Die zweite Ableitung probiert ihr jetzt wieder mal. Die Lösung sind 3, 2, 1. Gut, zunächst mal bleibt alles so stehen, sowohl der Vorfaktor als auch die Funktion. Ist das so beim Ableiten der e-Funktion, aber mal der inneren Ableitung, also mal minus 3a, genauso wie hier oben, hier hinten. Das Ganze noch ein bisschen umsortiert, haben wir minus 9a Quadrat mal e hoch minus 3ax. Gut, kommen wir jetzt zur C. Und bei der C sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema. Der Produktregel, denn dieses Mal sind es zwei x und sie sind von einem Mal getrennt. Also müssen wir die beiden Funktionen u und v hinschreiben. U ist hier 2bx. Schreiben wir es direkt hin. 2bx. Können auch direkt die Ableitung bilden. U' von x. Die ist ja einfach. Die ist. 2b. Genau. Dann schreiben wir v von x auch hin. V von x ist e hoch 4x und das abgeleitet. So, die Ableitung v' von x ist dann einfach 4 mal e hoch 4x. Innere Ableitung mal die e-Funktion wieder hingeschrieben. Gut, das Zusammenbauen nach der Produktregel kriegt ihr hin. Wenn nicht, schaut ihr mal nach. Und die Lösung davon gibt es in 3, 2, 1. Ich sag was, erklär du, ich sag was und dann schließt du es ab. Okay, so, wir haben es zusammengebaut. U mal V' und U' mal V. Das Ganze mit einem Plus dazwischen bekommen wir diesen Term hier. Viel vereinfachen kann man nicht, aber die 4 und die 2 sollte man zusammenfassen. Es sollte nie in dem Vorfaktor zweimal Zahlen vorkommen, die packen wir zusammen zu 8bx mal e hoch 4x plus 2b mal e hoch 4x. Gut, wir müssen noch ergänzen, kleiner Schreibfehler, das ist h'b von x, da fehlt die Richtig. Ableitung. Das war die erste Ableitung. In der Aufgabenstellung heißt zwar, leitet sie zweimal ab, aber die zweite Ableitung sparen wir uns heute mal.
die lassen wir an dieser Stelle und damit sind wir fertig. Genau, und wir machen dazu einige Übungen in der kommenden Stunde. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.